zu einem Integrationskongress eingeladen. Leute, ey, die spinnen. 400 Integrationsbeauftragte und Sozialarbeiter. Du, die hatten 4 Stunden lang ein einziges Thema. Die Türken und die deutsche Opernhäuser. Und jeder, der auf die Bühne ging, sagte, wir die Deutschen sterben aus und die Türken werden immer mehr, aber sie gehen nie in die Oper. Also die Frage war, wie kriegen wir die Türken in die Oper? Seht ihr, was die Integration aus diesen intelligenten Menschen gemacht hat? Sie sehen Halluzinationen. Wie kriegen wir die Türken in die Oper, Oğlum? Das ist gegangenes Land. Seid ihr Gaga oder was? Seid doch froh. Da habt ihr ein Rückzugsgebiet, eine türkenfreie Zone. Dort könnt ihr euch treffen, unter euch sein, deutsch-deutsch, bisschen frische Luft schnappen, ohne Türken und so. Aber nein, wie kriegen wir die Türken in die Oper? Du, ich ging dann auf die Bühne und dann habe ich gesagt, Leute, da gibt es ein wunderschönes Sprichwort, ein deutsches Sprichwort. Man soll die schlafenden Türken nicht wecken. Sonst machen sie aus euren Opernhäusern Hochzeitssäle. Die Frage hier ist nicht, wie kriegen wir die Türken in die Oper, sondern wollt ihr die totale Integration?